Bei starker Ausprägung ist sauer ein Signal für ungenießbare Nahrung, beispielsweise unreife Früchte. Wie bei bitter ist eine Vorliebe für sauer erlernbar. Wahrscheinlich geschieht das in der frühen Kindheit automatisch beim Verzehr süß-saurer Früchte wie Orangen. Süß wirkt genügend belohnend, um weiter zu essen und sich schließlich an sauer zu gewöhnen. Die Wahrnehmung von sauer ist noch nicht im Detail verstanden. Es ist bekannt, dass eine Absenkung des pH-Werts im Zytoplasma der Sinneszellen bzw. ein Anstieg der Protonenkonzentration im Zellinnern den Reiz auslöst. Zwei verschiedene Modelle werden diskutiert, wie die Protonen ins Innere der Sinneszellen gelangen. Bei Modell 1 ermöglichen säuresensitive Ionenkanäle in der Zellmembran den Protonen den Zugang ins Zellinnere. Modell 2 geht davon aus, dass das ganze Säuremolekül in die Zelle gelangt. Schwache organische Säuren wie Essigsäure, Milchsäure oder Zitronensäure haben in protonierter Form eine relativ hohe Membranpermeabilität. In der Zelle angekommen, dissozieren Säuremoleküle und Protonen, wodurch der intrazelluläre pH-Wert sinkt. Es ist möglich, dass beide Modelle ihre Berechtigung haben. Für Modell 2 spricht, dass bei gleicher Konzentration die relativ schwachen organischen Säuren stärker sauer schmecken als starke anorganische Säuren wie Salzsäure. Andererseits können wie in Modell 1 vorgeschlagen auch freie Protonen in der Nahrung wahrgenommen werden. Salzsäure ist eine so starke Säure, dass sie vollständig dissoziiert als H+ und Cl- vorliegt. Trotzdem schmeckt sie in verdünnter Form sauer, was auf die Fähigkeit zur Wahrnehmung freier Protonen hindeutet. Bei organischen Säuren können die Carbonsäuregruppen ein Proton abspalten. Im Kontext von Lebensmitteln und Ernährung sind nur gerade zwei anorganische Säuren geschmacksrelevant. Salzsäure entsteht im Magen und kann bei starkem saurem Aufstoßen oder Erbrechen von der Zunge als sauer wahrgenommen werden. Phosphorsäure ist in Cola-Getränken enthalten und verleiht ihnen die säuerliche Geschmackskomponente.